Gut, Zipfel geklärt, bis zu unserer ganz persönlichen Grenze. Ganz kurz hierher zurückbeamen, bitte. Und dann in die Richtung. Vorsichtig, an der Küste ist immer viel los. Oh Gott, der hat eine Powerrüstung an. What the heck? Oh, 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 hier ist da richtig viel los, Hundi. Eine Sekunde, Hund mit Rüstung. Köpfchen. Zack, noch ein, bitte. Ist eine gute Rüstung, ganz offensichtlich. Eine Sekunde, Köpfchen mit... Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Waffe gezückt. Habe ich nicht. Aber es ist trotzdem ein guter, kritischer Treffer gewesen. Zack. Ich hoffe, ich treffe da irgendwen. Im Nebel. Na. Heile Doc. Oh, 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 oh. Aua, mein Kopf. Block, block, Reba. Na. Sehr schön. Schöner Kopftreffer. Noch einen, bitte. Na los, Spritze. Wasser. Sicher ist sicher. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Danke sehr. Wir sind zwar nicht ganz gesittet, aber es reicht fürs Erste. Zumindest für diesen Kampf. Level up. Nice. Was wollten wir als Nächstes nehmen? Glück. Gute Idee. Warum eigentlich nicht? Zack. Der Nächste bitte da oben, ne? Oh, hallo, hallo. Wie viele denn? Okay, wir bleiben erstmal hier. Hier ist so viel los. Ja, genau. Schießt auf euren toten Anführer. Das bringt's jetzt total. Bleibt da stehen, ihr Halunken. Bin ich hier so halbwegs safe hinter dem Baum? Ich komme gleich, Dogmeat. Ich komme runter, ne? Ich glaube, das tun sie. Die Situation hat sich beruhigt. Aber nur kurzzeitig. Irgendwohin sind sie. Aber wo genau hin, das wissen wir nicht. Ganz kurz, Klippo. Rückgabemarken nehme ich mit. Stimpak sowieso. Und jetzt? Das ist ein Geschütz, ne? Nee, das sieht aus wie ein Geschütz. Aber es ist kein Geschütz. Midrange. Da hinten sind sie. Alles cool, alles cool. Reba, Reba. Block. Aua. Weiter, weiter. Sniper-Action! Vorsichtig. Geht doch. Gucken, gucken, gucken. Bleib da! Bleib da. Schön entspannt. Na, wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr hin? Zack. Rüber. Tammy, schieß! Tammy, schieß! Achso, das ist Tim. Wow. Hab ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, da kommt ein Raider angelaufen, aber nein. Köpfchen, weiter. Und hier noch. Direkt an der Wand. Na, 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 na. Muss ich erst in den Sturm gehen? Nein, ich möchte jetzt kein Overlay haben. Nvidia nicht schon wieder. Wir hatten das Thema schon. Wir haben darüber gesprochen. Außerhalb der Aufnahme. Es war mir sehr unangenehm. Ach, guck mal, es ist leer. Ist leer. Na dann gehe ich auf Nummer sicher. AP, warum ist hier ein Loch? Wer hat das hier gebaut? Na wo denn? Da hinten und da drinne. Ich gehe erstmal rein. Hi. Ich hoffe, ich habe noch genug Energie. Sieht aber ganz danach aus. Block. Den anderen bitte. Oder die andere. Raider-Mädchen, du hattest deine Chance. Wärst du mal lieber auf deiner Farm zu Hause geblieben? Ich wollte aber ein Star werden. Und das bist du geworden. Am Abendhimmel. Ja. Ach, verdammt, Mensch. Reba. Jetzt lässt uns Reba wieder im Stich. Ja, das ist viel zu wenig alles. Viel, viel zu wenig. Ich hab dir zufällig... Oh, wow, 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 wow. Ey, 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 ey. Immer schön entspannt bleiben. Ich brauch... Wer wirft hier die ganze Zeit mit Granaten? Ich flipp aus. Ist hier noch einer im Gebäude? Irgendwer? Na, hier vielleicht. Der Seite... Scheinwerfer. Ist, naja, gut. Hier rechter Arm, wenn du unbedingt möchtest. Block. Block. Wir haben Glück. Yeah. Getötet durch einen Schuss auf den rechten Arm. Und jetzt du. Oh, oh, oh. Block. Und den Crit mit auf die Rübe. Rübe. Oh, 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 oh. Der ist ja legendär, Mann. Da brauche ich ein volles Magazin. Und weiter auf die Rübe, bitte. Zack, zack, zack.
Was stand da gerade eben? Explosiv? Explosives Radiumreifel. Es gibt hier den legendären Aspekt Explosiv. Timmy, wusstest du das? Oh mein Gott. Nicht liegen lassen, sofort mitnehmen. Das könnte alles verändern. Wow, ballistischer Schaden und Strahlungsschaden. Die Kugeln explodieren beim Einschlag und richten 15 Punkte Flächenschaden an. Noch obendrauf 4 auf die 57. 45er brauchen wir dafür. Das ist ja Reifi Deluxe. Wow, automatisch. Ich nehme das Ding jetzt mal statt Reifi. Aber erstmal hier oben alles zusammenlooten. Plastik, natürlich. Habe ich gerade wieder Mangelware in VLOT 76. Würde ich gern rüber transferieren. Geht aber nicht. Habe ich oft probiert, aber das Spiel sagt nein. Okay. Ja. Auf die 4 bitte. Auf die 4. Ich würde das Ding auch gerne on the fly umbenennen können. Geht aber nicht. Zack. Wie sieht es aus? Oh, Explomoni. Das ist doch wohl der absolute Wahnsinn, ne? Langsame TP-Heilung. Bitte obendrauf. Ein Steak wäre super. Irgendein gutes Steak. Nicht das Todeskreinsteak. Das ist zu gut. Und Wodka bitte weg. Habe ich aus Versehen vorhin mitgenommen. Habe ich mitbekommen. Ich habe auf den richtigen Moment gewartet, um es wieder wegzuschmeißen. Ich nehme Köterkeule. Davon haben wir 1 Million. Und Wasser noch hinterher, ne? Ich behalte mal ganz kurz mein schmutziges Wasser in Flaschen. Und schlürfe hier noch ein Röntchen aus dem Meer. Aus der Third Person. Geht schneller. Geht nicht. Trinke ich? Oder trinke ich nicht? Ich trinke nicht, ne? Das geht nur außerhalb der Power-Rüstung. Sehr schade. Das kostet alles Zeit. Schlürf, schlürf. Und zurück, bitte. Gut. Oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten, unser neues Radiumgewehr mal in Action zu sehen. Aber jetzt müssen wir ganz kurz den Kram zusammenlooten. Ich hoffe, wir übersehen nicht so viele Gegner. Komme ich hier hoch? Natürlich komme ich hier hoch. Bethesda, Großrollenspielphysik. Die beste. Den Hund wiederbeleben. Hi. Zack. Spritzchen für dich. Na. Wir brauchen den richtigen Winkel. Ist aber auch wählerisch, dieser Hund. Ne? Nein, nicht die Pfote. Das ist meine Lieblingspfote. Nicht da die Spritze rein. Ja. Cool. Klasse. Kippen? Nö. Oh, die Promenade, Mensch. Die sieht so gut aus. Vor allem zu dieser Tageszeit jetzt. Die Lichtstimmung. Ich liebe sie, ja. Habe ich das schon mal erwähnt? Mal ganz kurz ohne EMB. Ja. Ja. Ist das ein Wasserpark da hinten? Weiß ich nicht. Müssen wir auch irgendwann mal später hin. Na, hast du was Schönes für uns? Nehme ich. Und die Rückgabemarken. Kickball natürlich. Solange es Schrott ist, stecken wir es ein. Wir nehmen wirklich jeden Mist mit. Nach unserer Devise müssen wir jetzt erstmal hier rein. Ne? Rechtsraum immer. Lampe. Basketball. Kann man hier noch irgendwie was verdienen oder so? Wie soll man eigentlich jetzt... Ach so, das ist so ein Spiel, wo man den Ball dann reinrollen muss. Der fliegt dann hier hoch und dann... Ding, ding, ding. Ich verstehe. Ich habe es auch irgendwo mal gesehen gehabt. Nicht in Deutschland. Aber allzu weit weg war es auch nicht. Ich glaube, es ging Richtung Osteuropa oder so. Da habe ich sowas schon mal gesehen gehabt. Ihr. Und... Nö, nicht so. Wir können ja schon mal investieren. Ich glaube, das ist ja ein Netzwerk, ne? Ach so, andersrum. Stimmt. Die Marken kriegen wir, wenn wir Bücher haben. Haben wir Bücher? Nein, ganz offensichtlich nicht. Schade. Gut. Kleiner Verpeiler am Rande, ist nicht so wild. Ich nehme wieder mit einem neuen Setup auf. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen, bis ich mich hier wieder richtig in das Spiel fallen lassen kann. Aber ich bin schon drin, zu 75%. Aber da möchte ich auf jeden Fall den ganzen Batzen haben. Das wird schon. Früher oder später. Danke. Nein. Nee, bitte Ego-Perspektive wieder. Hier noch.
Eventuell. Und da ist er wieder, der Scheinwerfer, der tutende Scheinwerfer. Das mag ich so gar nicht, das macht mich so kirre. Hier waren wir schon, so ein bisschen. Aber nicht sehr intensiv. Hier drüben schon. Vielleicht noch ein bisschen hoch. Wow. Die haben hier richtig gelebt, ne? Ich meine, ich hätte sie ja nicht angegriffen. Hätten sie uns nicht angegriffen. Doch ihre Namen waren rot. Und naja, dann war schon alles entschieden. Die Namen, die wir nicht wirklich gesehen haben. Aber ihre Aktionen haben für sich gesprochen. Du erhältst dauerhaft +1 Glück durch Alkohol, wenn du mit einem Begleiter unterwegs bist. Das ist aber schon sehr spezifisch, ne? Nee, also, naja, schön fürs Heft, aber ist halt nur was für die Sammlung. Werden wir wahrscheinlich nicht ein einziges Mal nutzen. Und dann ist es die beste Fertigkeit im ganzen Spiel. Das beste passive Attribut oder so hätte ja sein können. Vielleicht gibt es auch Menschen, die haben komplett ihren ganzen Fallout 4 Charakter auf diese Fertigkeit, auf dieses Attribut gesetzt und sagen, oh mein Gott, das ist das Beste überhaupt. So, weiter. Ja, 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 Hinterbeine mit. Und hier noch nichts weiter. Spiegel ist kaputt. Vase und der Pömpel. Die scheinen dauerhaft verstopft zu sein. Die Toiletten hier in der Postapokalypse. Aber ich glaube, die Leute haben schwerwiegendere Probleme als verstopfte Toiletten. Ist abgehakt, ist abgehakt. Zur Orientierung bitte, nicht zu weit, ne? Aber wir wollten ja im Bogen laufen. Und das tun wir auch. Wir wollen weiter dann in die Richtung und dann querfeldein. Und dann wieder zurück. Und von hier an suchen wir uns eine neue Aufgabe. Das ist ein sehr, sehr schöner Plan. Das machen wir. Ich genieße das hier gerade an der Promenade. Sehr sogar. Ja, piepender Scheinwerfer. Hier einfach weiter oder lieber ein bisschen mehr... Ach ja, stimmt. Die Metro. Fast vergessen. Ja, aber haben wir auch gerade erst aufgedeckt. Da gehen wir rein, Mensch. Mit Strahl im Anschlag. Überfall. Ist hier einer? Bestimmt, ne? Vorsichtig, Sprengfallen und so. Ist hier vorne schon Plunder? Ja, sag ich doch. Knochen. Können wir gut gebrauchen. Der Hund hat immer Hunger. Auf Plattform. Oh, Kakerlake. Na klar, ballern wir weg. Das erste Opfer von Strahli. Nice. Da gibt's bestimmt auch einen Schalldämpfer dafür. Wobei, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich weiß, dass er in Fallout 76 relativ rar als baubare Modifikation ist. Hey! Na wobei, Mensch. Die Kleinen können wir hier wegknüppeln. Hallöchen. Wie die Babys. Ist ja auch ein Baby gewesen. Oh, 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 oh. Hier in die Mitte, bitte. Hier. 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 Ja, und ja, los geht's. Zack, 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 zack. Massaker. Aber ist auch gar nicht mal so verkehrt, um die kritischen Treffer hier aufzuladen. Oh, hat er überlebt, Mensch. Hat er überlebt, Mensch. Ein Schlag mit Holzi. Er war der Auserwählte, aber auch nur bis zum zweiten Schlag. Aber die Zeit hat er genossen, ne? In der Zeit hat er eine besondere Rolle eingenommen, die sein Leben bestimmt hat. Also das Restliche, was er noch hatte. Gut. Sehr scharfes Schloss. Das bedeutet, es ist sehr, sehr schwer. Tendenziell war es das sogar. Gut. Wieder zurück zur 4, bitte. Ich möchte jetzt noch gar nicht unbedingt die Ebene verlassen. Entschärfen. Einsteiger. Wieder scharf. Das gibt's ja nicht. Hat die Textur sich selber repariert, kann das sein? Ja. Solche Dinge passieren. Haarklammern. Der ist draufgegangen. Ja, erstmal hier schön auf der Ebene bleiben. Nicht, dass wir uns zu sehr verwirren. Jet. Gerne. Jet von heute ist Psycho-Jet von morgen. Habe ich gerade nicht gesehen, aber meine Güte. Angeschossen zu werden von... Was war das? Pipe Pistol. Das ist jetzt auch nicht... Naja, das ist jetzt auch kein Weltuntergang. Mädchentoilette. Kohle. Das ist tatsächlich die Mädchentoilette. Das war geraten. Aber offensichtlich ist sie das wirklich. Mhm. Sauber bleiben, Boss.
sauber bleiben und immer schön die Hände waschen. Was? Der windet sich auf dem Rücken. Also es ist mir jetzt noch nicht so bekannt gewesen. Vorsichtig jetzt. Nicht verirren. Wir kamen von hier, genau, Protectron. Wir sind rechts rumgegangen und wollen auf dieser Ebene bleiben. Bleiben wir auch. Deswegen müssen wir jetzt erstmal hier lang weiter. Weil es hier noch weiter rechts rum geht. Hallo, Knüppel, hi. Für die Kleinen, ne? Zack. Long. Danke sehr. Ey, ist doch gut. Alles voll mit Kakerlaken. Na. Die hatte ich jetzt noch nicht anvisiert gehabt. Ist die letzte. Aua. Gut. Ja. War legendär. Aber Giftresistenz will keiner. Jupp, jupp. Vielleicht für diese eine Daily Orbs, wo die Gegner diese Giftwolken von sich geben. Aber hier gibt es keine Daily Orbs. Noch nicht. Wobei, vielleicht gibt es da auch eine Mod. Weiß ich nicht. Gucke ich später. Zuckerbomben. Auch nicht hier. Nur ein Fallout 76. Mantets ist nur ein Aufkleber. Den brauche ich nicht. Wobei, ganz cool wäre es schon. Fürs Camp. Aber geht nicht. Pin-up Girls. Aber alles schön. FSK 12, ne? Ja, würde ich mal behaupten. Im 16, da würde man schon was anderes sehen. Ja, das ist auch noch alles 12. Alles okay. Alles okay. Content-Entwarnung. Wir sind immer noch family-friendly. Von hier bekomme ich sie nicht auf. Oh nein, okay. Das ist dann der Rückweg. Der Shortcut, den wir freischalten, wenn wir jetzt hier lang gehen. Come on. Gegner. Hat sich einer versteckt? Lass mich durch. Wow. Jackpot. Hallo, hallo, hallo. Lampe aus. Hat uns schon mitbekommen. Ja, klar, machen wir. Zwei hier, vielleicht dann noch einen dritten hier. Und dann noch einen dritten hier, geht nicht. Okay. Das Teil ist ja Gold wert. Oh mein Gott. Die Waffen werden wirklich immer besser. Spreng, Extraschaden und Verstrahlung. Wie wir die weggerotzt haben. Mit schönen gezielten Salven. Kontrolliert. Der kontrollierte Tod durch Strahli. Und die sind auch gleich desinfiziert. Das macht sich besser beim Looten. Da holen wir uns keine Infektion. Klar, ey, machen wir auf. Mhm. Wir kennen das Prozedere. Ja. Was für ein Glücksfall. Raus. Aha, Seemann, öffne dich. Muni. Mehr nicht. Dafür habe ich ein Schloss geknackt. Was für eine Frechheit. Da können wir gar nicht rüber, ne? Aber da ist jemand. Neue beste Freunde. Wir kommen gleich. Geht gleich los. Da ist... Nö, da ist nichts weiter. Keine Tür. Hier vielleicht noch. Zwischen den Container-Lease. Mm-mm. Ja, dann da runter. Verdammt doch mal. Das wäre eine ideale Situation. Für Reba. Aber nun gut. Vorsichtig, Mien eventuell. Wett sagt nein. Das ist nur eine. Nee, sind zwei. Ich dachte, es wäre eine Leiche. 65%. Na. Na gut. 24%. Du kriegst den kritischen. Und dann hier die restliche Salve auf ihn. Zack. Boom. Schakalack. Weiter. Guter Einstieg. Na. Na. Oh, er war legendär. Ich brauche da ein besseres Visier drauf. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Er ist beschäftigt. Wow. Wow, ich bin also wirklich sehr begeistert. Mir fehlen die Worte. Wie nur selten. Nein, bleib mal bitte Ego-Perspektive. Bleistift Mais.
Das war, weil ich hier gerade mit dem Mausrad hier rumgescrollt habe. Lederrüstung, Jäger, reduziert Schaden durch Tiere. Ja, nimm mit. Verkauf. Gammel wird's freuen. Die nehme ich mit. Und den Rest, naja, die Sicherung halt, ne? Weil Schrott. Aber auch nur deswegen. Lichtmensch. So gut sieht das hier aus. So unverschämt. Wow. Ich dachte, ich hätte die Waffe nicht draußen. Hab ich mich erschrocken, Mensch. Also wirklich. Eine bodenlose Munitionsverschwendung. Ich muss sagen, ich glaube, das wird unsere neue Midrange-Waffe. Lampe aus, da war jemand. Hey, halt mal kurz die Klappe, ich hab das gehört. Überraschung! Hi, 70%. Wir brauchen ein besseres Visier, weil das Ding ist gerade nicht sehr zielgenau. Aber das wird sich noch ändern. Vielleicht einfach Körpertreffer. Ist ja sowieso Explo. Dann nehmen wir die ganzen Gliedmaßen als Schadens-Undock-Stellen mit. Also mal ganz im Ernst, das ist doch hier eine absolute OP-Waffe für unsere jetzige Situation. Das ist ja fantastisch, Mensch. Lass mich los, lass den Hund in Ruhe. Eine Sekunde, ich komme gleich. Hier könnte Schrott liegen. Wichtiger Schrott. Halt durch, Doc Meat. Und hoch. Geht nicht. Hier rum. Und jetzt aber. 95%. Vorsichtig nicht, dass wir hier Explosionsschaden selber abkriegen. Übel. Übel. Ja. Ich gehe erstmal ballern. Und dann wird fein säuberlich gelootet. Hier drüben. Körper, das muss reichen. Auf jeden Fall. Ja, das war jetzt munitionslastig, aber trotzdem. Ich glaube, wir kriegen jedes Mal so ein bisschen extra Schaden auf die Gegner, wenn wir auf die Körper schießen. Also wegen dem Körperteilschaden an Armen und Beinen und wahrscheinlich auch dem Kopf. Vermute ich jetzt mal. Wilde Theorien aus dem Ödland. Das ist jetzt unsere letzte Munition, von der wir so einigermaßen noch dabei haben. Wir müssen vorsichtig sein. Absolut vorsichtig und sparsam. Mais, Klemmbrett, Steck ein. Und auch den Kram hier noch. Bis auf, naja, bis auf die Gummibonbons. Die brauchen wir nicht. Handelsware, nein. Einfach nur eine schwere Waffe, die nichts wert ist. Also zumindest nicht viel. Juti, weiter. Und du, Lissy? Pipegun. Nee, lass mal gut sein. Ist okay. Die Phase ist vorbei. Und da ist ja noch eine Kiste. Eine Sekunde. Plunder. Rakete. Und warum ist da ein Seil drum gebunden? Das verstehe ich nicht. Das ist ja ganz mysteriös. Ja. Oh, Wahnsinn. Was? Wiegt 6 und bringt 107. Das ist ja 1er Handelsware. Es ist mal wieder soweit. Eine Sekunde. Wir wollen aussortieren. Flaschis und Vorkriegsgeld. Und dann bitte plundern. Zack. Und schon sind wir wieder mobil. Cool. Wirklich eine glorreiche Mod. Da können wir nicht durch. Ich glaube, damit wären wir auch fast schon fertig mit dieser Location. Vielleicht ist sie ja jetzt schon abgeschlossen auf der Karte. Ich guck mal eben. Ja. Wir können wieder zurück. Ist das eine leere Flasche da? Nein. Voll mit Bourbon. Kriegen wir eigentlich leere Flaschen, wenn wir die Colas austrinken? Habe ich Cola zufällig dabei? Die heißen dann doch auch Nuka-Cola-Flaschen, ne? Eine Sekunde. So. Braune Flasche haben wir hier. Was anderes an Flaschen haben wir aktuell nicht dabei? Nein, haben wir nicht. Ich trinke eine Nuka-Cola aus wissenschaftlichem Interesse. Vielleicht sogar die Nuka-Cola. Kronkorken hinzugefügt. Aber nicht eine Nuka-Cola-Flasche. Oh, das ist aber schon schade, ne? Na gut, müssen wir hinnehmen. Wir facen die Reality. Sind unsere Nahrungsbuffs noch da? Oh, da ist ja jemand. Hallöchen, Puppöchen. Kopf kritisch, los. Zack. Überraschung.